Mahlzeit, willkommen beim Red Bull Video Magazin und einer neuen Folge Freedom Park News. Und es gibt wieder super viele spannende und interessante Sachen zu berichten. Und wir fangen direkt an mit den Karls-Erlebnisdörfern. Am letzten Samstag hat ja in der Nähe von Berlin in Elstal die erste Achterbahn in einem Karls-Erlebnisdorf eröffnet. Und ich war ja auch live vor Ort und habe euch ja ein Interview mit dem Geschäftsführer mitgebracht. Das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Und das ist ja die erste Achterbahn überhaupt von Karls gewesen, die mega gut geworden ist, die echt richtig Spaß macht. Und nun wird im ersten Karls Erlebnisdorf bzw. dem ursprünglichen Erdbeerdorf, wo alles angefangen hat, und zwar in Rövershagen in der Nähe von Rostock, auch die erste Achterbahn kommen. Und zwar ist das Ganze für 2020 geplant und das Ganze hat Robert Dahl gegenüber von Parkerlebnis bereits bestätigt. Erst war geplant, die Achterbahn 2019 schon zu eröffnen, aber nach den Erfahrungen, die man in Elstal gemacht hat, hat man sich selber das gesteckte Ziel ein bisschen realisierbarer gesetzt, weil ich muss dazu sagen, das ist echt verrückt. Die Bahn ist so gut gestaltet, so mega gut thematisiert. Das Ganze kannst du so, wie es ist, auch 1:1 ins Phantasialand stellen, in Europa-Park stellen, nach Efteling stellen oder auch ins Disneyland stellen. Es ist echt so viele Details, so viele Effekte, so geile Sachen mit da drin. Das müsst ihr euch einfach angucken. Und auch so, wie das Konzept weiter verfolgt werden soll, dass man nicht nur die Manufakturen selber in den Karls-Erlebnisdörfern hat, sondern auch die Attraktionen zu Manufakturen gehören bzw. Geschichten erzählen, wie Sachen hergestellt werden. So ist es im Elstal ja die Produktion von Kartoffelchips, wo man erst erklärt bekommt, wie Kartoffelchips produziert werden, dann aus dem Kartoffelkeller raus mit der Achterbahn fährt und dann in der Kartoffelchip-Manufaktur landet und da sich alles angucken kann, wie Kartoffelchips hergestellt werden. Und der nächste Step, der soll auch in Rövershagen dann umgesetzt werden, dass man quasi mit dem Coaster durch die Manufaktur selbst durchfährt. Und wie das genau umgesetzt werden soll, ist noch offen. Da ist man selber noch in der Findungsphase. Und es geht in Rövershagen dann ums Brauen. Man fährt dann quasi durch eine Brauerei, wo zum Beispiel Bier gebraut wird oder auch Brausen gebraut werden. Das Ganze ist ja immer noch sehr familienfreundlich. Wer als Achterbahnhersteller dann fungieren wird, ist auch noch offen und noch nicht bekannt. Und es war ja auch so, wie beim ersten Coaster, der jetzt von ABC Rides gebaut wurde, dass da auch andere Hersteller im Gespräch waren, die auch coole Konzepte vorgelegt haben. Wenn euch interessiert, was für Visionen Robert Dahl noch hat, dann solltet ihr euch auf jeden Fall das Interview angucken, was wir gemacht haben, denn da redet er auch von einem Rafting, was er sich vorstellen könnte in einem seiner Parks, mit einer Idee, die ich selber grandios finde und auch wieder dieses durch die Manufaktur selbstfahren nochmal auf das nächste Level hebt. Aber was auf jeden Fall schon feststeht, ist, dass die Achterbahn dann Brauserei heißen wird, und was auch feststeht, ist, dass wir dann auch vor Ort sein werden, uns das Ganze angucken werden und euch dann auch wieder einen Bericht mitbringen. Sollten von euch ein paar Leute tanzbegeistert sein, müsst ihr auf jeden Fall am kommenden Wochenende in den Moviepark Germany fahren, denn am Samstag, den 28. April, ist wieder der D's Dance Masters mit Detlef D. Soest, und nach 15 Jahren dieses erfolgreichen Events im Moviepark Germany gibt es am Sonntag, den 29. April, gleich noch ein Event zusammen mit Detlef D. Soest, und zwar ist es dann die erste Auflage von The Dance Off, und dieser Tanzwettbewerb, dieses Tanzbattle ist nochmal etwas Besonderes, denn es gibt quasi keine Regeln. Das Ganze ist noch offener gestaltet und es gibt halt keine Reglements für Musikstil, für Choreografie oder auch für Altersgruppen. Es können zum Beispiel in einer Tanzgruppe Leute von 6 bis 60 Jahren sein. Das ist alles komplett offen. Und wenn ihr euch für sowas interessiert, könnt ihr das Ganze dann jetzt im Moviepark Germany sehen am kommenden Wochenende. Was es zu sehen gibt auf der VR-Brille der neuen Achterbahn im Europapark ist übrigens jetzt auch bekannt. Im Europapark gab es ja bis vor kurzem noch die Achterbahn Eurosat. Diese wurde komplett entkernt, neue Achterbahn rein und neues Thema drüber gelegt. Und das Ganze ist ja dann Eurosat Cancan Coaster im französischen Themenbereich an den französischen Tanz angelegt. Und es gibt zwei Stationen. Einmal die reguläre Station, wo dann der Cancan Coaster gefahren werden kann. Und dann gibt es eine zweite Station für Coaster Reality, die VR Virtual Reality Variante des Achterbahnfahrens vom Europapark selber, beziehungsweise Magmedia auch. Und jetzt ist bekannt, wie
das Ganze dann heißen wird und was für ein Film dort laufen wird. Und zwar Valeran, die Stadt der 1000 Planeten. Und das Ganze wird produziert und unterstützt vom französischen Starregisseur Luc Besson. Und ja, also ich finde es besser, wenn man an echten Planeten oder wie vorher an echten Planeten vorbeifährt in der Achterbahn. Jetzt kriegt ihr das Ganze dort halt auf der VR-Brille präsentiert. Virtuality auf Achterbahn bin ich immer noch kein Fan von. Und das bei einer Indoor-Achterbahn finde ich dann noch schlimmer. Aber da ist jeder Jeck anders und jeder, wie er es mag und wie es am besten gefällt. Und von daher, im Phantasialand, da ist ja wieder einiges los. Ich weiß nicht, warum das so wichtig ist, aber der lustige Papagei, der ja im Wustal im Fantasy-Bereich steht, ist nicht da. Der ist ausgeflogen. Und der ganz einfache Grund dafür ist einfach nur, dass jetzt die Wartungsarbeiten anstehen, der Wartungsintervall erreicht ist und dementsprechend die Gondel demontiert wurde und jetzt beim Hersteller bzw. bei einer Subfirma ist, die sich um die Wartung und die technische Überprüfung der Anlage kümmert. Und terminlich ist das manchmal einfach nicht so zu regeln, dass es in der Offseason alles gemacht wird. Dann muss das auch mal in der Saison gemacht werden. Das Phantasialand schenkt euch übrigens weiterhin eine Eintrittskarte in den Park, denn bis zum 31. Mai wird die Aktion einmal zahlen, zweimal Spaß verlängert. Das bedeutet, solltet ihr bis zum 31. Mai ins Phantasialand fahren und eine reguläre Eintrittskarte haben, könnt ihr diese im Park umtauschen gegen eine weitere Eintrittskarte, die ihr im Laufe der Saison 2018 nutzen könnt und noch einmal in den Park gehen könnt, außer Juli und August. Die beiden Monate sind davon ausgeschlossen. Da könnt ihr dann eure Freikarte nicht einsetzen. Aber in allen anderen Monaten in der Saison 2018 könnt ihr dann noch einmal gratis geschenkt ins Phantasialand kommen. Und das finde ich auf jeden Fall immer noch eine super coole Aktion, ein mega gutes Angebot. Es gibt ja auch von vielen anderen Parks das Angebot, dass du einmal Eintritt zahlst und ein zweites Mal wiederkommen kannst, was meistens damit gekoppelt ist, dass es am nächsten Tag sein muss und dass es halt für euch flexibel im Laufe der Saison ist. Es ist auf jeden Fall eine richtig coole Aktion. Was ich dazu sagen möchte, ist aber auch, dass diese Freikarte personengebunden ist und nur ihr selber, die ihr euch die Karte geholt habt, könnt diese Karte dann ein zweites Mal auch benutzen und wiederkommen. Aber es ist immer noch ein mega cooles Angebot und richtig nice vom Phantasialand und wir nutzen sowas ja auch immer wieder. Und ja, das war's dann eigentlich schon mit dem Themepark News für heute. Ansonsten abonniert ihr jetzt diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Guckt euch das Interview zu Karls Erlebnisdorf an. Und wir sehen uns morgen hier auf dem Kanal wieder. Ihr seid die coolsten. Ich bin raus. Euer Bro fürs Ride Review Video Magazin. Peace.